Moment mal, Kultur im Erzgebirge wird Ihnen präsentiert von der Erzgebirgssparkasse und dem Kulturraum Erzgebirge Mittelsachsen. Im Wonnemonat Mai begrüße ich Sie herzlich zum Moment mal Kultur im Erzgebirge. Wie Sie sehen, habe auch ich mich aufgemacht, die Natur zu erkunden. Das geht zurzeit hier besonders gut bei den immerhin schon 10. Wanderwochen Echt-Erzgebirge. Die bereits 22. Erzgebirgischen Jugendkulturtage fanden Ende April in Schneeberg und Annaberg-Buchholz statt. Es herrschte reges Treiben an diesem Sonntagvormittag im Haus des Gastes Erzhammer in Annaberg-Buchholz. Die Jugendkulturtage des Erzgebirgsvereins stehen in jedem Jahr fest im Terminkalender der jungen Sänger, Musikersprecher, aber auch der Klöpplerinnen und Schnitzer. Der Wettbewerb ist zweigeteilt. Die eingereichten Arbeiten im Bereich Klöppeln und Schnitzen sowie Basteln mit Naturmaterialien sind bis Ende Juli im Museum für bergmännische Volkskunst in Schneeberg zu sehen. Doch zurück zum Treiben im Erzhammer. Da werden die Stücke noch einmal kurz angespielt, die Technik eingerichtet und dann steigt das Lampenfieber ins Unermessliche. Was wird die Jury sagen? Die Jury, der in diesem Jahr Christa Schwenke, Annette Illich, Stefan Malsdorf und Steffen Kind angehören, kann sich in diesem Jahr über insgesamt 90 Teilnehmer freuen. Insgesamt werden bis zum Nachmittag 11 Wettbewerbsbeiträge im Bereich Gesang, Instrumentalmusik und Mundart über die Bühne im Erzhammer gehen. Das Schöne bei diesem Wettbewerb, jeder kann jedem zuschauen, ausloten, wo er selbst steht. Die Jury half bei der Einschätzung, gab hier und da Ratschläge, lobte und machte vor allem Mut. Dabei konnten sich die Leistungen der jungen Leute sehen und vor allem hören lassen, wie beispielsweise von den Fadelfitzern aus Annaberg-Buchholz. Die 13- bis 18-Jährigen erhielten für ihre Darbietungen das Prädikat sehr gut. Die Ehrenfriedersdorfer Gruppe Wiemotter Schnobelstied gefiel mit ihren Mundartbeiträgen. Dem 6-Jährigen Matti Biener flogen dabei besonders die Herzen der Zuhörer zu. Am Ende erhielten die Ehrenfriedersdorfer das Prädikat gut. Weit war die Bandbreite der Darbietungen. Das Nachwuchsorchester des Bergmusikchors Frisch Glück Annaberg-Buchholz-Frohnau überzeugte mit einfühlsamen Sätzen sowie sauberer Intonation und erhielt dafür verdientermaßen das Prädikat ausgezeichnet. Ebenso wie Zitterspieler Jens Heinrich aus Annaberg-Buchholz. Die Schauspielgruppe der Freien Schule Erzgebirgs Blick Gelenau überzeugte mit ihrem Stück Oma, mir braucht heit Action, der Stöbner-Karl im 21. Jahrhundert und konnte sich ebenfalls über ausgezeichnet freuen. Ausgezeichnet gab es auch für die Bernsteineln und dem Nachwuchs des Erzgebirgsensembles Aue für ihr gemeinsames Programm und den geglückten Versuch, Traditionelles und Heutiges harmonisch miteinander zu verbinden. Denn das ist auch Erzgebirge im Hier und Heute. Schweine, 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 Schwe
Insgesamt hatten die Darbietungen eine hohe Qualität, was für die Akteure selbst und eine fachkundige Anleitung spricht. Darüber freut sich auch die Vorsitzende des Erzgebirgsvereins, Dr. Gabriele Lorenz. Ja, also man sieht es mir, glaube ich, an. Ich bin ganz glücklich. In diesem Jahr haben wir viele Anmeldungen bekommen, ganz unterschiedliche Facetten, sehr schöne Instrumentalbeiträge, aber auch neue Mundart-Interpreten sind mit dabei und alles sehr hochwertig und aber auch mit viel Herz und Freude sind alle dabei. Also ich denke, wir sind alle glücklich und sind optimistisch, dass es so weitergeht mit den Jugendkulturtagen. In the Egal wo und wie Sie wandern, die Frühlingswanderwochen halten insgesamt 49 Wanderrouten für Sie bereit. Unter dem Motto Wandern verbindet, können Sie nicht nur Natur pur erleben, sondern auch Geschichten am Wegesrand. Für den einen ist Wandern willkommener Ausgleich, für den anderen Sport. Letzterem war im Erzgebirgskreis sogar eine ganze Gala gewidmet. Mit seiner Gala des Sports braucht sich der Erzgebirgskreis vor den einschlägigen Galas in großen Städten, die wir aus dem Fernsehen kennen, nicht verstecken. Das liegt zum einen am Einfallsreichtum der Organisatoren von Erzgebirgssparkasse und Kreissportbund. Zum anderen verleihen die namhaften Sportstars aus dem Erzgebirge der Veranstaltung Größe. Am Abend des 24. April war es wieder soweit. In der Festhalle Annaberg wurden die Sportler des Jahres im Erzgebirgskreis geehrt. Mit dabei so große Namen wie Erik Frenzel, Richard Freitag, Claudia Nystadt, Denise Herrmann, Christina Schwanitz, Anke Wischnewski sowie Fußballer des FC Erzgebirge Aue. Bei den Profis wurden Olympiasieger Erik Frenzel und Vize-Weltmeisterin Christina Schwanitz als beliebteste Sportler des Jahres 2014 geehrt. Viel Beifall gab es für die Skilangläuferin Claudia Nystadt. Nach Abschluss ihrer Laufbahn als Spitzensportlerin bekam sie einen Sonderpreis für ihr sportliches Lebenswerk. Die Erzgebirgerin ist mit 6 Olympia- und 5 Weltmeistermedaillen die erfolgreichste deutsche Skilangläuferin aller Zeiten. Moderator des Abends war Mark Huster. Einst selbst Weltmeister im Gewichtheben und heute Sportkommentator, fand er auf der Bühne immer wieder den richtigen Ton. Nachdem wir die Ehrung der besten Profis schon vorweggenommen haben, im realen Verlauf der Gala des Sports in der Festhalle Annaberg wurden nach der Ansprache von Landrat Vogel zuerst die besten Breitensportler geehrt. Bei den Frauen bekam Manuela Krupa die meisten Stimmen. Die Leichtathletin trainiert beim TSV Gornsdorf. Auf die Plätze 2 und 3 kamen die Skilangläuferin Sabine Morgenstern vom ATSV Gebirge Gelobtland und die Keglerin Mandy Blei vom KSV Blau-Weiß Lumpen 1896 Kranzahl. In der Kategorie Männer lag am Ende Laufsportler Hannes Reichel vom TSV Pobershau ganz vorn, gefolgt von Stefan Meiner, der beim TSV Gornsdorf Tischtennis spielt, und Bastian Heber, der als Leichtathlet beim LV90 Erzgebirge Thum aktiv ist. Mannschaft des Jahres 2014 im Erzgebirgskreis wurde der Laufclub Ösnitz. Auf Platz 2 kamen die Tanzsportler der Jump Crew Borstendorf. Punktgleich Dritter wurden die Ringer vom RV Eichenkranz Lugau und die Handballdamen des HSV Marienberg. Eingerahmt wurde die Sportlerehrung von einem spektakulären Showprogramm. Mit von der Partie waren das Tanzprojekt Keen on Rhythm die Gruppe Lametta sowie die Endurofahrer Bruno Wächtler und Edward Hübner. Nicht unerwähnt soll bleiben, Roy Rötzer vom Badmintonverein Marienberg wurde bei der Gala des Sports mit dem Sonderpreis des Landrates für aktives Wirken als ehrenamtlicher Trainer im Kinder- und Jugendbereich ausgezeichnet. Sigmund Schuster vom ATV Frohnau erhielt den Sonderpreis des Landrates für sein Lebenswerk im sportlichen Ehrenamt.
Der Turner war Jahrzehnte als Übungsleiter tätig. Die Gäste der Gala des Sports in Annaberg-Buchholz erlebten eine abwechslungsreiche und dabei sehr emotionale Veranstaltung, die eine gute Werbung für den Sport im Erzgebirge war. In der Reihe der Sportlerehrungen der letzten Jahre ist diese Veranstaltung sicher ganz vorn mit einzuordnen. Im Hintergrund sehen Sie Schloss und Kirche meiner Heimatstadt Schwarzenberg. Hier begann die Erfolgsgeschichte von Artmund Hahn. Das Organisationsteam der Mai-Ausgabe wartete in der Galvanotechnik Baum und Zwönitz mit Stepptanz und irischer Musik auf. Wieder sehr zur Freude der Besucher. Das Musik- und Tanzensemble Dance Parades of Ireland ist extra für diese Artmund Hahn-Veranstaltung ins Erzgebirge gekommen. Das Publikum hält Artmund Hahn seit Jahren die Treue. Artmund Hahn ist ein Name für Kulturinteressierte, die außergewöhnliche Kunst an besonderen Spielstätten suchen. Ist Marke geworden, die auch immer wieder neue Besucher ins Erzgebirge lockt. Wie selbstverständlich und auch wieder nicht, nimmt im technischen Ambiente die 12 Meter breite Bühne Raum und bietet den Musikern und Tänzern ein Podium für ihre Darbietungen. Dort, wo sonst eine andere Logistik abläuft, Tonnen von galvanisierten Erzeugnissen gelagert und transportiert werden, erzählen die ihren Lebens-, Liebes- und andere Geschichten. In den Stepptänzen und der typisch irischen Musik geht es um authentische Traditionen, um Heimat, Lebensgefühl, um Kulturgut fernab von Klischees und Kommerz. Tanzwütenden, wie der Name des Ensembles frei übersetzt heißt, sind mit ihren folkloristischen Elementen nah am Ursprung, dessen professionelle künstlerische Umsetzung ein Spiegelbild irischen Brauchtums ist. Das aktuelle Programm, von Dublin bis Limerick steppt der Bär, Leben, Liebe und Geschichten irischer Reisender, sahen 600 begeisterte Zuschauer. Künftige Blasmusik gehört wie die Rast zum Wandern. Das Musikchor der Stadt Olbernhau feierte in diesen Tagen sein 65-jähriges Bestehen. Ein musikalisches Aushängeschild der Stadt Olbernhau, das Musikchor der Stadt, feierte Jubiläum und das gebührend 4 Tage lang. 65 Jahre gibt es nun dieses Blasorchester in der Stadt der Sieben Täler. 72 Musiker präsentierten sich ihren treuen Anhängern am Gründungsdatum des Orchesters, nämlich am 1. Mai im Treiberhaus der Seigerhütte.
Mit dem Marsch Derby begann dieses über zweistündige Jubiläumskonzert. Und wir freuen uns ganz sehr, dass der Saal hier sich füllt. Wir haben ja über 300 Gäste, die uns heute Abend zu unserem Festkonzert hier die Daumen drücken und die uns besuchen werden. Was wird man heute hören? Es wird ein ganz buntes Programm. Ich weiß, das hört man oft, aber es ist wirklich ein buntes Programm. Wir haben symphonische Blasmusik drin, wir haben traditionelle Blasmusik und wir haben natürlich auch das eine oder andere Solo versteckt und ganz bunt. Gegründet wurde der Amateur-Klangkörper als Blasorchester des VEB Blechwalzwerk Olbernhau. Seit 1991 gehört er der Freiwilligen Feuerwehr Olbernhau an und seit 1994 ist das Orchester auch als Seigerhüttenkapelle bekannt, denn die Mitglieder treten zu gegebenen Anlässen in den historischen Trachten auf. Aus der Idee eines Einzelnen sind wir das geworden, was wir heute sind. Dieser Satz ist schon 20 Jahre alt. Unser Gründungs- und Ehrenmitglied Hans Schmieder gab mir vor 20 Jahren diesen Ausspruch mit auf dem Weg zur 45-Jahr-Feier. Der Ideengeber war der Produktionsleiter der Sächsischen Blechwalzwerke Olbernhau, Gerhard Scheffel. Im Jahr 2010 verlieh die Stadt Olbernhau in Würdigung der Verdienste des Orchesters für die Stadt den Titel Musikchor der Stadt Olbernhau. Die Tatsache, dass es dieses Orchester seit nunmehr 65 Jahren gibt, ist ganz besonders auch dem Umstand geschuldet, dass es alle Verantwortlichen in dieser langen Zeit verstanden haben, junge Musikerinnen und Musiker an das Orchester heranzuführen und dadurch eine kontinuierliche Entwicklung des Klangkörpers ermöglichten. Es gibt zwischen den 73 Vereinen, für die die Mitglied sind, bei uns natürlich unterschiedliches Engagement im Verband. Und Sie gehören zu den Vereinen, die sich in besonderer Weise um die Mitarbeit, sei es musikalisch oder so organisatorisch, im Verband auszeichnen. Neben dieser Ehrung erhielt der musikalische Leiter Jens Kaltofen die Verdienstmedaille in Gold der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände. Damit wurde auch zum 65-jährigen Jubiläum die Bedeutung des Musikchors Olbernhau unterstrichen. Liebe Zuschauer, wie Sie sehen, habe ich mein heutiges Wanderziel erreicht. Ich befinde mich hier auf dem Aussichtspunkt Becherberg in Schwarzenberg. Zum Schluss habe ich für Sie die Kulturnachrichten kompakt, aktuell und informativ. Wir sehen uns wieder im Juni. Genießen Sie die Natur, bleiben Sie kulturell interessiert und frohe Pfingsten. Herzlichst, Ihr Steffen Kind. Uraufführung des Stücks Schwarzenberg nach Romanmotiven von Stefan Heim im Lokschuppen. Der Lokschuppen in Schwarzenberg und die dort beheimateten historischen Lokomotiven und Wagen boten am 9. Mai die ungewöhnliche Kulisse für die Inszenierung des Stückes Schwarzenberg nach Romanmotiven von Stefan Heim. Die Theaterfassung stammt von Annelene Hasselwander und Tamara Korba. Letztgenannte führte auch Regie. Neben den Schauspielensemble des Eduard von Winterstein Theaters spielten auch Schwarzenberger Einwohner in kleinen Rollen mit. Die Uraufführung wurde vom Publikum mit minutenlangen Beifall gefeiert. Eine weitere Aufführung soll folgen. Große Resonanz beim Dichterwettbewerb. Dass die Erzgebirger ihre Heimat lieben und es zudem verstehen, dieses Gefühl in Worte zu fassen, beweist die rege Teilnahme am Dichterwettbewerb der Erzgebirgssparkasse. Herrliche Landschaft in Kombination mit Gedichten in erzgebirgischer Mundart. So will sich der Sparkassenkalender Lieb zur Hamit Erzgebirg 2016 präsentieren. Nach dem Sichten der eingereichten Werke trifft die Jury, die aus Vertretern des Beirates des Kulturraumes Erzgebirge Mittelsachsen und der Erzgebirgssparkasse besteht, die Auswahl der Werke für den jeweiligen Kalendermonat. Erzi-Star 2015, erste Live-Show. Die erste Live-Show der 10 Erzi-Star-Finalisten ging am Himmelfahrtwochenende zur Annaberger Modenacht in zwei Durchgängen über die Bühne. Dabei lagen die Männer vorn.
Der 19-jährige Schneeberger Michael Martin Bruno Trautzer und der sanfte 21-jährige Rocker Andy Heinrich aus Hohndorf bekamen für ihre Gesangsdarbietungen von der Jury jeweils 5 Sterne, die höchste zu erreichende Punktzahl. Die nächste Live-Show startet am 19. Juli zum Stadtfest in Aue. Sounds of Musical. Die Auer Sinfoniker der Kreismusikschule Erzgebirgskreis präsentieren am 30. Mai im Kulturhaus Aue Musical-Melodien. Auf dem Programm stehen unter anderem Ausschnitte aus dem Musical Mamma Mia, Lord of the Dance, Phantom der Oper und My Fair Lady. Die musikalische Leitung hat Rico Reinwart. Der Eintritt ist frei. Erlebnistage Montane Kulturlandschaft Erzgebirge. Mit Sondervorführungen in Museen und Bergwerken, Wanderungen in Bergbaulandschaften und vielen anderen Mitmachmöglichkeiten für Groß und Klein finden am 6. und 7. Juni grenzübergreifend die Erlebnistage Montane Kulturlandschaft Erzgebirge Über- und Untertage statt. Insgesamt 28 Veranstaltungsorte der Erlebnistage sind Teil der im Januar 2014 offiziell eingereichten UNESCO-Bewerbung. Welche Einrichtungen noch zum künftigen UNESCO-Welterbe gehören, finden Sie unter www.montanregion-erzgebirge.de. Kinder- und Jugendkunstsymposium auf Schloss Schwarzenberg. Das 12. Kinder- und Jugendkunstsymposium findet vom 11. bis 13. Juni auf Schloss Schwarzenberg statt. Unter dem Motto »Was fliegt denn da?« sollen Kunstwerke in den Bereichen Klöppeln, bildende Kunst, Pappmaché und Filzen und Schnitzen entstehen. Die benötigten Materialien werden zur Verfügung gestellt. Sächsischer Familientag in Oelsnitz. Die Stadt der Landesgartenschau 2015 Oelsnitz ist am 20. Juni Gastgeber des Sächsischen Familientages. Unter dem Motto Familie im Wandel gibt es von 9.30 Uhr bis 17.30 Uhr ein umfangreiches Veranstaltungsangebot mit Bühnenprogramm und Aktionen für Groß und Klein rund um den Park der Stadthalle. Festspielsaison auf den Greifensteinen. Mit dem Räuber Hotzenplotz werden am 24. Juni die Greifenstein-Festspiele 2015 eröffnet. Bis Ende August lädt Europas schönste Felsenbühne bei Ehrenfriedersdorf in der 63. Saison täglich wieder zu unvergessenen Freilufttheateraufführungen ein. In diesem Sommer steht mit 7 Stücken ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt auf dem Spielplan. Die erste Premiere gibt es am 11. Juli mit dem Musical Evita von André Lloyd Webber. Opernfreunde sollten den Freischütz Oper unter Sternen nicht verpassen. Für die ganze Familie bieten das Eduard von Winterstein Theater Winnetou 1, Pippi Langstrumpf, die Geschichte vom Räuber Hotzenplotz und das Musical Mein Freund Vicky. Das Nachtspektakel Elfenfeuer zwischen Felsen wird aufgrund des großen Erfolges fortgesetzt. Parallel dazu gestalten die Erzgebirgische Philharmonie mit Erzklassik im Grünen ein Sommer-Open-Air mit 9 Konzerten. Moment mal, Kultur im Erzgebirge wurde Ihnen präsentiert von der Erzgebirgssparkasse und dem Kulturraum Erzgebirge Mittelsachsen.